Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Ja, ich würde sagen, heute schaue ich in die Arena, werde den ersten Cup da machen, weil ich glaube, Osoma hat erwähnt, dass ich den ersten Cup noch nicht gemacht hatte, sondern nur eine Vorrunde oder so. Ja, den ersten Cup werde ich machen, ob ich ihn bestehe, keine Ahnung, danach werde ich mal schauen, wegen der neuen Welt oder so. Ja, ich habe jetzt gerade eben eine Folge Planescape Torment aufgenommen, aber ich habe die Folge nicht komplett zu Ende gemacht, weil ich fing einfach die ganze Zeit an zu gähnen und das stört mich, wenn ich da vorlesen muss, dass wenn ich dann gähne. Oder generell. So wie jetzt gerade. Ist ja auch schon 1:19 Uhr, also ist kein Wunder, dass ich gähne, aber ich finde das trotzdem irgendwie störend. Und ich... Wow, ich kann so hoch springen. Und was wollte ich noch? Genau, ich bin jetzt gerade wieder dabei, mir Tula Fru anzusehen, weil der erste... Ja, ich kenne die Regeln. So, Osoma hat gesagt, den Fill Cup habe ich nicht komplett beendet. Dann werde ich dann den jetzt nachholen. Ja, zu dritt. Kann man da auch nur zu zweit oder alleine? Okay. Ich habe mir die ersten, wie viele Folgen waren es? Ich glaube 15. Ja, die habe ich jetzt meine Magie belegt. Toll, dass ich sie nicht anvisiere. Genau, jetzt ist X auf Y, das muss ich mir merken. Oh, ihr seid schon alle tot. Toll. Ich habe nicht mal richtig reagieren können. Ja, ich habe mir die ersten... Ich glaube 15 Folgen angesehen von To Love Ru und ich glaube die Folge 15 war es, glaube ich, die da fing mein Interesse gänzlich an in den Keller zu gehen, deswegen dachte ich so, nee, okay, jetzt hörst du auf das zu gucken. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie fand ich es auch nicht so berauschend, als dass ich es weiter gucken möchte. Nur ich dachte so, ja, okay, geben wir in Anime noch eine Chance, weil das kann doch nicht wahr sein, dass... Was zum... Ich muss gegen Füße kämpfen? Okay. Au. Gegen euch habe ich aber letztes Mal noch nicht gekämpft. Ja, dieser Sonnenstoß verbraucht Magiepunkte, glaube ich. War's okay. Wie gesagt, ich... Oh, geil gedreht. Wir gucken dann Anime jetzt wieder an. Vielleicht gefällt er mir jetzt besser. Und ich bin jetzt bei der... Oh, lass mich nicht lügen. 5. Folge, 6. Folge. Der Grund, warum ich mir das überhaupt ansehe, weil ich habe mich... bisschen so umgeguckt und dann habe ich irgendwie entdeckt, dass es von Bleach jetzt die 3. Staffel auf Deutsch gibt und dachte mir so, ja, gucke ich mal weiter. Und dann irgendwie gemerkt, dass von To Love Ru die 2. Staffel jetzt auf Deutsch gibt und dachte mir so, ja, vielleicht wirkt das, oh, den Fetten in mir, wie der da. Er hat irgendeinen Namen, irgendwas mit Wampe. Und er pennt gerade. Und den kann man parieren. Ups, ich habe ihn gekillt. Ich wollte eigentlich parieren, aber naja, egal. Ihr Affen! So. Goofy, kümmere dich mal um ihn. Danke. Ihr verbraucht Items! Ach, scheiß doch drauf. Die kann ich jederzeit wieder neu kaufen, also. Ja, wie gesagt, vielleicht gefällt es mir jetzt besser. So. Die Hitmänner. Brett und Owen Hart. Das sind die... Ja, toll, ich habe eigentlich Dingens gedruckt. Viereck, aber irgendwie... Irgendwie hat das nicht akzeptiert. Naja, egal. Nicht so schlimm. Ich brauche Magie. Überlasst ihn mir. Ich dachte, ich bekomme Magie, wenn ich Nahkampf... Ach, ist doch egal. Ja, roll dein Schild durch die Gegend. Und wie gesagt, ich werde danach in eine neue Welt gehen nach dieser Arena. Die Korbulenten.
Und zwei Dickwänste. Zwei Fette. Aber erst müssen wir die Heilenden da loswerden. Hey, Dicker. Ja, mach, mach. Stürm mich mit deiner Wampe. Nicht so. Ach, scheiß doch drauf. Weg da. Ich wollte eigentlich, dass er so angelaufen kommt. Aber irgendwie wollte er nicht so ganz. Ich glaube, ich bin einfach schon zu stark für diesen ersten Kampf. Ja, schon wieder zwei Hände. Mach, 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 mach. So, erstmal in den Rücken. Dann machen wir jetzt die Hand zur Sau. Ich will eigentlich den Fuß da, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, natürlich lasse ich mich zermatschen, ist klar. Die Hand! Habe ich sie getroffen? Ja, ich habe sie getroffen. Cool. Ich stelle mich nicht so schlecht an, aber wahrscheinlich bin ich schon overlevelt wie Hölle. Ja, jetzt kommt so ein Körper. Panzertorso. Okay, den knöpfe ich mir vor. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja tot. So, dann du. Und du. Achso, du hast mich geheilt, danke. Jetzt könnte ich wieder Magie einsetzen, wenn ich wollte. Will ich's? Naja. Ich habe mir heute fast den ganzen Tag die Teufelsküche mit Gordon Ramsay angeguckt. Meine Familie mag die Serie und um ehrlich zu sein, mag ich Gordon Ramsay auch. Das sag ich nicht. Wir sind die Champions. Oh, ja, Gordon Ramsay ist auf jeden Fall ein harter Hund. Was war das? Gravitas? Kraft der Sterne auf jeden Fall. Ich hätte nicht geglaubt, dass du es schaffst. Nicht schlecht. Phil, du bist stur wie immer. Tu nicht so, als würde es dich nicht freuen. Mein Junge, du hast noch einen langen Weg vor dir. Die nächsten Runden beginnen, weil da geht's richtig zur Sache. Ja, da war ich schon. Das ist richtig Evil Knievel. Evil Knievel. Ich vergesse das, was ich gerade gesagt habe. Ähnliche Ability. Einstellen. Antimaterienball reduziert HP des Gegners um gewisse Prozentsatz. Abzug ist HP abhängig. Aha. Okay. Ist doch falsch. Ob das jetzt irgendwas gibt, irgendein größeren Sinn hat, dass ich dieses Kolosseum hier bis auf die Grundmauern niederreiße, das weiß ich nicht. Oder ob das nur dafür da war, die Magie zu bekommen. Ja gut, später für 100% irgendwann mal, falls ich es wirklich durchziehe, aber Osoma will es unbedingt und deswegen denke ich so, okay, vielleicht. Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich da nicht Nein sagen, weil Osoma hat schon in mehrfacher Hinsicht bewiesen, dass er ein toller Typ ist und ich will ihm die Freude auch machen. Ob ich es schaffe, das ist dann natürlich eine andere Frage. Ich bin im Umgang mit Magie schon viel besser als du, Donald. Donald, hm? Quatsch, bei mir ist doch alles nur Hokuspokus. Bei dir, wie auch immer. Vielleicht solltest du mal wieder zum Merlin umgehen. War es jetzt ein Hinweis? Oh ne, sag nicht, ich muss da jetzt noch hinfliegen, oder? Natürlich muss ich, sag egal. Und ich habe gesehen, dass Osoma streamt ja Kingdom Hearts 1, beziehungsweise er macht ein Race mit Schmacki. Ja, mit Schmacki, das muss man so aussprechen. Und Osoma hat sein Schiff hier komplett anders gebaut als Autsch, ich meine es. Weil irgendwie hat er nur ein Mini-Cockpit, einen Antrieb und eine ganz kleine Kanone. Eben
so klein, leicht und schnell wie möglich, weil ist ja logisch, ist ja ein Race. Bei mir ist das jedoch egal, weil ja, ich mache nur ein Let's Play. Ich habe es nicht unbedingt eilig. Es wäre natürlich schön, wenn ich das Let's Play schneller beenden würde, weil da könnte ich mich schneller in Shadow of Rome setzen, aber warum sollte ich deswegen jetzt Stress machen? Ich habe nämlich keine Lust, dieses Projekt wie einige andere, was ich auch wirklich bereue, so auf Ex und Stress zu machen. Das will ich irgendwie nicht mehr. Es passt irgendwie nicht so. Außerdem ist die Zuschauerreaktion auf Kingdom Hearts zu gut, als dass ich dieses Spiel ja, ins Verderben locken will. Ich will es auch so nicht ins Verderben locken, weil es macht irgendwie ganz schön viel Spaß. Weiß der Geier warum. Vielleicht ist es eine Kombi aus mehreren Dingen, vielleicht weiß ich nicht, sagt mir das Kampfsystem doch etwas mehr zu, als ich zu Beginn dachte. Vielleicht liegt es an den Zuschauerreaktionen zu den Kingdom Hearts Videos, weil die eben nicht ganz so beknackt sind wie unter manchen Zelda Videos. Ja. Weil im Ernst, wenn die Leute, ja gut, dann Zelda ist natürlich so ein Thema, weil Zelda ist bekannt, Zelda ist beliebt und bei Zelda sind irgendwie alle so drauf, so sie wollen es perfekt sehen. Sie akzeptieren quasi nicht, dass es Leute gibt, die Zelda-Spiele noch nie gespielt haben. Aber zu so einem zähle ich nun mal, weil wir eigentlich da das einzige Zelda-Spiel, was ich vor dem Let's Play gespielt habe, also bevor ich Let's Play gemacht habe, war das einzige Zelda-Spiel, was ich gespielt habe, Ocarina of Time. Alle anderen Zelda-Spiele sind blind für mich. Bis auf die, die ich jetzt schon Let's Played habe, aber naja. Das versteht sich natürlich von selbst. So, wir werden mal Merlin anquatschen. So, diese komischen Seiten, da müsste ich auch noch abgeben oder so. Ihr macht erstaunliche Fortschritte. Dies ist für eure Bemühungen. Examinator. Nicht aufgeben. Never give up. Ich will Magie geben, ich will zur Höhle. Zur Höhle? Welche Höhle? Ja, das hätte ich auch mal gucken können. Aber was ist ein Examinator? Ist das sowas da? Nee. Warum gucke ich nicht unter Items? Kann das sein, dass ich mir verguckt habe, aber ich habe es jetzt hier nicht gesehen. Ah! Aha, was Schwaches. Maximum MP steigt um 2, Angriffskraft von Magie und Rufen steigt erheblich. Okay, es ist eine Waffe für Magier. Sehe ich durchaus ein. Aber es ist trotzdem schwächer als meine Wunderlampe. Das Teil habe ich von Ariel, das sieht irgendwie... Yeah. Ich meine, für Magier ist diese Waffe bestimmt saugeil, aber für mich jetzt gerade nicht so. Sieht denn das aus, wenn ich Magie übe? Hier kann ohne Rücksicht auf MP Magie geübt werden. Wenn jetzt aber Möbel stellen sich als Ziele zur Verfügung. Sind die umfliegenden Möbel zur Liste, können sie auch ruhig gestellt werden. Genug geübt, dann einfach mal den entsprechenden Blenden mail. Nee, ich will jetzt nicht üben, warum? Hab ich noch? Ja, ich habe die Rolle noch. Ich habe mir schon mehrfach gedacht, warum setze ich die nicht ein? Naja. Ich vergesse irgendwie, dass es die Viereck-Taste gibt. What? Stimmt, die verlorenen Zeiten habe ich ja auch noch. So, ihre Welt ist auch verschwunden. Okay, das heißt, das Cinderella müssen wir auch noch. Du sollst nicht das Buch angreifen. Ich weiß, du magst Winnie Pooh genauso wenig wie ich. Na egal. Dann schauen wir noch schnell, was es mit den Zeiten auf sich hat und dann besuchen wir mal eine neue Welt. Moment, hier bin ich doch richtig. Warum muss es überhaupt eine Winnie-Pooh-Welt geben?
Warum? Warum springe ich hier normal? Kennen wir uns? Willkommen im Morgenwald. Ja, wir kennen uns. Oh Mann, diese Eule erleidet sowas von einem Gedächtnisverlust. Okay, wo kann ich denn die Seiten abgeben? Minikyu ist auf jeden Fall nicht da. Da muss ich die Merlin geben. Ich habe doch verlorene Seiten, da muss ich noch mehr sammeln. Oder vielleicht muss ich die einfach woanders hinbringen. Dahin zum Beispiel. Ja, hieb es, genau. Und irgendwie gehe ich jetzt die ganze Zeit nicht mehr herum. Weil jetzt lese ich auch nicht so viel. Es ist echt niemand, den ich die Seiten andrehen kann. Naja. Egal. Hä? Ah, hier kann ich auch hin. Ein hoher Baum mit summenden Bienen. Na, da ist bestimmt Winnie Pooh jetzt, nicht wahr? Hallo, ist da wer? Was soll ich tun? Ich bin ganz alleine. Puh, Puh, wo bist du? Ich bin das Ferkel. Oh nein, eins Unsympathler jagt den nächsten. Das habe ich schon oft genug gesagt, dass ich kein Freund von Winnie Pooh und dessen Figuren bin. Ja, was willst du denn? Soll ich dich vernichten? Komm raus aus deinem Busch. Ach, egal. Wo sind eigentlich Goofy und Donald? Können die nicht in dieser Winnie Pooh-Welt? Ah je. Willst du mich verarschen? Wie soll ich mit dieser Kamerasicht denn hier hochkommen? Ja, aus dem Grund ja, weil ich immer zu weit springe. Rein da ins Loch! Ah! Oh, oh. Ja? Nein! Oh, Kacke! Bringt das überhaupt irgendetwas? Auch darum werde ich mich später kümmern. Sag nicht, ich komme hier nicht mehr weg. Ich muss das machen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Muss es doch einen Ausgang geben. Komm, ich will raus. Ja, danke. Nein. Wahrscheinlich werden die Gebiete erst nach und nach frei, weil da werde ich bestimmt auch noch hin können später. Ah, das ist also mit neuen Seiten gemeint. Dann ist das da, dieser Baum, bestimmt eine neue Seite. Dann ist das da eine neue Seite und das da und vielleicht die Schaukel auch, wer weiß. Dann kann ich diesen komischen Turbojet nicht verwenden. Okay. Das ist also mit Seiten gemeint. Habe ich das zumindest auch verstanden. Und falls ich falsch liege, kann es mir auch so mal genauer erklären. Oder Sora oder wer auch immer. Alle, die Ahnung von Kingdom Hearts haben, weil ich habe keine Ahnung. Niemand wahrscheinlich merkt. Aber das macht ja nichts, auch wenn ich von der Story bisher nicht so viel Plan habe. Macht es doch irgendwie Spaß.
Es ist einfach so, ja, die Bösewichte haben sich zusammengeschlossen, wollen die Herzen der Leute klauen, um irgendwie sie zu willenlose Zombies zu machen. Wurmloch. Hinten ist auch eine. Ich muss nach Agrabah? Moment mal. Das hat 6 Sterne. Das hat 7 Sterne. Das hat 5. Das heißt, erstmal nach Agrabah warpen und von da aus dann nach oben in die obere Welt. Und ich hoffe, bitte, lass die Welt eine gute Welt sein. Von einem Disney-Film, den ich auch mag. Na gut, es gibt kaum einen Disney-Film, den ich nicht mag, aber trotzdem. Zur Weltenkarte. Sollte ich wieder hier sein, oder? Ja. Dann nach oben! Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ich weiß, gewisse Leute, wie zum Beispiel Steve oder Osoma, freuen sich, wenn ich längere Parts von Kingdom Hearts mache. Jetzt fangen die schon an zu schießen, okay? Freuen sich, wenn ich längere Parts von Kingdom Hearts mache und ja. Hätte ich mal von Anfang an so machen sollen, weil dann hätte das, wäre das, würde das Projekt automatisch in diese Richtung gehen, aber ich kann nicht ganze Zeit so zwischen 20 und 30 Minuten machen und dann auf einmal umschwenken auf 50. Weil das gefällt mir selbst auch nicht. Oh, Wurmloch. Tu mich nicht. Keine Ahnung, was dieser Balken da links oben zu bedeuten hat, wenn ich an dem Wurmloch vorbeifliege. Vorausgesetzt, das ist überhaupt ein Wurmloch. Das sieht zumindest so aus wie eins. Naja, egal. Ich weiß nur, dass Osomas Raumschiff, was er fürs Race gebaut hat, eben weil es so instabil ist, ist es irgendwie One-Hit-KO. Das heißt, wenn er einmal irgendein Ding berührt, ist es sofort erledigt. Toll, super. Wisst ihr, in Kingdom Hearts muss ich mich die ganze Zeit so räuspern, weil ich was im Hals habe und in Planescape Torment gehe ich herum. Au! Ich habe heute auch 2 Folgen Terranigma aufgenommen. Ein bisschen Amnesia habe ich auch noch auf Vorrat. Nur damit wird es wahrscheinlich auch bald vorbei sein, weil ich mich einfach nicht durch die Kerker durchtraue, weil ich so ein Waschlappen bin. Aber Amnesia ist auch ein knüppelhartes Horrorspiel. Und ja, was bleibt mir dann noch anderes übrig? Terranigma habe ich, Kingdom Hearts habe ich, Planescape Torment. Und gelegentlich bis selten, je nachdem, wann ich Lust bzw. Mut dazu habe, kommen Amnesia und Tekken Tag Tournament 2, beziehungsweise von Tekken Tag Tournament 2 gibt es sowieso nicht mehr allzu viele Videos. Ich glaube noch maximal 6 Gameplays und dann ist Schluss, weil dann habe ich von jeder Figur jedes Ending gezeigt. So, jede Figur hat nur ein Ending, also dann hätte ich mit jeder Figur hätte ich dann das Ending gezeigt. Und das wären dann, also jetzt aktuell habe ich 55 Gameplays. Mir fehlen noch, keine Ahnung, 6 Figuren oder so. Es wären dann 61. Das wären dann mehr Videos als ein Let's Play haben. Also mehr Videos als gewisse Let's Plays von mir haben. Irgendwie schon krass. Einfach so Gameplays. Aber naja, so Gameplays, die machen mir bei Zeiten mehr Spaß als wie ein Let's Play. Weil da kann ich mich entspannen, da kann ich Skill entfalten. Und unkommentierte Videos müssen ja auch mal sein. Spezial, ja. Halloween, was ist denn das? Was hat mit Halloween zu tun? Dingens! Halloween Town, ja, wie heißt das denn? Nightmare Before Christmas. Ja, geil. Davon weiß ich ja so überhaupt nicht, weil ich den Film noch nie gesehen habe. Ich habe mir mal einen Teil davon angeguckt, vor 2 Jahren zu Weihnachten, aber das war auch alles, nur ein Teil. Also von Nightmare Before Christmas weiß ich gar nichts. Noch weniger als von Pinocchio.
ich sehe ganz schön anders aus. Ganz schön gespenstisch hier. Ich werde jetzt mein ganzes Nightmare Before Christmas Wissen auspacken. Die Hauptfigur heißt Jack Skellington. Das war's. Das ist alles, was ich über den Film weiß. Toll, oder? Ich weiß nicht mal genau, worum es da geht. Also wie gesagt, ich habe die Werbung von damals gesehen, oder besser gesagt bei, ich glaube am Ende der VHS von Kapp und Kappa war das drauf. Da wurden immer so Ausschnitte gezeigt. Die habe ich gesehen. Moment, worum ging's da? Irgendjemand hat den Weihnachtsmann gekidnappt. Nee, Moment, Jack Skellington hat, glaube ich, den Weihnachtsmann gekidnappt und wollte erst Weihnachten zerstören, aber irgendwie wollte er es dann doch nicht und hat Weihnachten stattdessen in eine Art Halloween-Fest umgewandelt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist die Story jetzt komplett falsch. Aber naja. Die Leute hier sind bestimmt auch gespenstisch aus. Keine Angst, wir sehen ja genauso gespenstisch aus. Wenn sie uns erschrecken, erschrecken wir sie jedenfalls. Meinst du? Okay, Goofy ist ein, was auch immer. Sollst du vielleicht Frankenstein darstellen mit der Schraube da auf dem Kopf? Der Kürbis, da sieht seltsam aus. Du bist ganz kleine Mumie. Boah, siehst du creepy aus. Und was bin ich? Soll ich so eine Art Dracula darstellen oder wie? Naja, wer es weiß, kann ja schreiben, was ich darstellen soll. Weiß es echt nicht. Ich werde mich noch ein bisschen in Halloween Town, ja, heißt ja Stadt, egal. Ich werde noch ein bisschen in Halloween Town umgucken. Dann werde ich den Part beenden und der Nebel hier sieht geil aus. Fallballplatz. Heißt der im Film echt so? Das könnt ihr alles schreiben, wenn ihr wollt. Ich wollte gerade fragen, ob ihr Gegner seid, aber offensichtlich seid ihr keine Gegner. Scheint keine Feinde zu sein. Da komme ich auch nicht rein. Nicht so in Banjo-Kazooie, wo man fast überall reinkommt, aber naja. Ich möchte nur... So, da komme ich gar nicht rein. Vor dem Platztor. Alles so neu hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass ich Nightmare Before Christmas noch nie gesehen habe, oder ein Nachteil. Wahrscheinlich sagt er, oh Wolf, wie konntest du den Film nicht sehen? Der war ja pures Gold wert. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe ihn noch nie gesehen. Es Der Meister des Horrors, der König der Albträume, Jack Skellington! Bravo, Jack, bravo! Die Geister werden dieses Jahr der große Renner zu Halloween. Danke. Danke. Man muss aber noch an ihren Bewegungen arbeiten. Sie sind nicht gruselig genug. In Angst und Schrecken will ich die Leute versetzen. Ich frage mal den Doktor um Rat. Und ich kümmere mich um die Dekoration. Ja. Jack Skellington. Ich wusste natürlich, wer das ist und wie er aussieht, weil wie gesagt... Wegen diesen Ausschnitten da damals auf der VHS weiß ich natürlich, wie er aussieht. Und ich finde, sein Aussehen ist total genial. Ich mag diese Figur. Und erinnert mich irgendwie an... Oioi, wie heißt denn der jetzt? Brook? Heißt der Brook? Dieses sprechende Skelett aus One Piece?
glaube, er heißt Brook. Okay. Wer bist du? Tolle Kostüme. Willkommen in Halloween Town. In unserer Stadt ist Halloween das Größte. Wir suchen mit Jack immer nach neuen Ideen, den Leuten einen Schatten anzujagen. Alles klar. Mit Geistern kann ich offensichtlich nicht sprechen. Boah, sehen die creepy aus. Eine komplette Welt für mich neu zu entdecken, da ich den Film nicht kenne. Laboreingang. Eigentlich würde ich die Party jetzt beenden, aber es ist so interessant. Ich will eigentlich weitermachen. Was dumm. Was dumm, genau. Was zum, wollte ich sagen, nicht was dumm. Was, dieser Nebel. Geiler Effekt irgendwie. Nee, ich mache jetzt ein bisschen weiter. Komm, scheiß drauf. Wenn ihr Leute jetzt böse auf mich seid, dann tut es mir wirklich sehr leid. Aber ich möchte es jetzt weiterentdecken, weil es sieht echt wahnsinnig interessant aus hier. Laboratorium. Wurde bei der Explosion das Steuerungssystem beschädigt. Unsinn! Meine Apparate sind immer perfekt. Oh, jetzt fällt's mir ein. Aber natürlich, die Herzlosen brauchen ein Herz. Doktor, meinen Sie, wir können in dieses Gerät noch ein Herz einbauen? Sicher, ein Herz ist nicht so kompliziert. Auf an die Arbeit! Zum Bau eines Herzens nehme man zuerst ein Kästchen mit einem Schloss. Erst brauchen wir den Schlüssel für dieses Ding. Ach, ich sehe es gerade, ich bin so eine Art Zombie. Und ich wette, den Schlüssel habe ich dabei. Willst du es ihn wirklich öffnen? Wieso nicht, wenn sie Erfolg haben? Brauchen wir nicht gegen die Herzlosen zu kämpfen. Außerdem möchte ich auch die Herzlosen tanzen sehen. Du etwa nicht? Nicht wirklich. Oh, erstaunlich. Und du bist... Sora. Gut gemacht, Sora. Du musst dieses Jahr unbedingt bei Halloween mitmachen. Was macht dieser Herzlose hier? Oh, die Herzlosen kamen erst neulich zu uns in die Stadt. Ich krieg sie aber nicht dazu, mit mir zu tanzen. Deshalb versuchen der Doktor und ich gerade, ihr Steuerungssystem zu verbessern. Er ist ein echtes Genie. Also, Doktor, lassen Sie uns fortfahren. Die Zutaten für ein Herz, Puls, Gefühle. Horror? Furcht. Hoffnung und Verzweiflung. Dann alles gut vermischen und schon haben wir ein Herz. Vielleicht fehlen uns Zutaten. Geben wir ein bisschen Erinnerung dazu. Sally? Sally! Sie ist zu nichts Nutze. Ich frage mich, wozu ich sie erschaffen habe. Wir können Sallys Erinnerung benutzen. Sieh zu, ob du sie auftreiben kannst. Kein Problem. Sora, möchtest du mitkommen? Klar. Ich kann Jack mitnehmen, wie geil. Du kommst auf jeden Fall mit, ich mag dich volle Kanne. Aber sind Erinnerungen nicht normalerweise im Gehirn? Ach, egal. Das wollte ich nicht. Jetzt sind wir die Lulatsche. Boah, Jacks Skelett ist ja riesig. Wie groß ist der überhaupt? Hat jemand die Maße von dem? Ja, sein Schneider vielleicht. Warte! So, du bist gesprungen. Boah, wie geil. Ich mag Jack.
geht's zurück speichern. Jack! Jack! Wir haben eine große Krise! Die Herzlosen sind völlig außer Kontrolle! Wir können sie nicht stoppen! Wer weiß, was unser Experiment ausgelöst hat. Alles wird gut, Bürgermeister. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich müsste mir Nightmare Before Christmas echt mal ansehen. Aber ich glaube, das ist ein Weihnachtsfilm, oder? So ein Weihnachtsfilm, wo irgendwie horrormäßig, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aha, was kann Jack überhaupt? Na toll, jetzt kann ich nicht nachgucken. Wer hat den gerade getreten? Hast du nicht irgendwie einen Stock oder so? Also, einen Stock, sage ich schon. Also wärst du echt Brooke oder wie der heißt. Okay, da geht's weiter. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal zurück. Safen. Ich habe mich minimal erschrocken. Schade, dass ich dich nur in dieser Welt verwenden kann, sonst würde ich dich immer mitnehmen. Überall hin. Achso, ich sehe da gerade rechts unten, da hat sich mein Bild geändert und auch das von Goofy. Wahrscheinlich dann auch das von Donald, aber da ist jetzt Jack zu sehen, der da oben irgendwie total creepy aussieht. Nicht schon wieder. Wisst ihr was, ich gehe einfach. Tschüss. Und ihr verbraucht echt Items? Ich glaube, ich werde euch jetzt wieder alles wegnehmen. Was hast du denn? Skeletthände. Ja, was machen die? Skeleton. Gegner wird von den Beinen geholt. Feuertaufe. Sie wird mit wütendem Feuer beschossen. Das klingt brutal. Blizzard. Geil. Electrocution. Osteogravity. Ein gewaltiger Antimaterieball. Er drückt das Ziel. Was hast du für Techniken drauf? Du hast zweimal Charmeur. Wow. Ich liebe dich. Lass uns heiraten. Oh Mann. Ausrüstung, check. Skeletthände. Ja, toll. Steht nichts. Das heißt, du hast einfach nur deine Hände. Jetzt hast du natürlich alles verballert, ist klar. Und Jack hat auch was verballert, egal. Truhe. Und den auch. Ich hätte euch früher alles wegnehmen sollen, aber jetzt ist es schon zu spät. Egal, dann speichern wir mal mit unserem neuen skeletthaftigen Freund. Ich bin wieder auf 40 Minuten, wow. Naja, egal. Immerhin haben wir eine neue Welt betreten, das ist ja schon mal etwas. Dann würde ich sagen, das hau ab, Goofy. Dann würde ich sagen, das war Kingdom Hearts mit unserem neuen Freund Jack Skeleton. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!